Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dauert nun schon 70 Tage. Die Entwicklungen und die Folgen dieses Krieges sind furchtbar und erzeugen jeden Tag unermessliches Leid. Die Landesregierung hat sofort nach Beginn des Krieges klare Konsequenzen gezogen und alle Aktivitäten mit Russland eingestellt. In diesem Zusammenhang verfolgen wir als Landesregierung gemeinsam mit dem Landtag auch die Auflösung der Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern. Um diese Beschlüsse rechtlich abzusichern, hat die Landesregierung ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem Ziel, die Stiftung Klima- und Umweltschutz rechtskonform aufzulösen. Frau Professorin Weitemeier hat ihr Gutachten heute vorgestellt, und ich bin froh, dass es jetzt vorliegt. Das Gutachten kommt zu dem klaren Ergebnis, dass es zwei mögliche Wege zur Auflösung der Stiftung gibt. Zuerst die Auflösung durch die Stiftung selbst und als zweiter Weg die Aufhebung der Stiftung durch die Stiftungsaufsicht. Die Gutachterin sieht die Auflösung der Stiftung sogar als geboten an. Und deshalb ist für uns völlig klar, dass einer dieser beiden Wege eingeschlagen werden muss. Ich will an dieser Stelle erläutern, warum wir diese Stiftung gegründet haben, warum jetzt ihre Auflösung angezeigt ist und wie wir den Klimaschutz in unserem Land weiter voranbringen. Sehr geehrte Damen und Herren, ein Land wie Russland, das sein Nachbarland, die Ukraine, überfällt, kann kein Partner für die Zukunft sein. Mecklenburg-Vorpommern hat mit den besten Absichten auf Dialog und Zusammenarbeit mit Russland, vor allem mit unserer Partnerregion, dem Leningrader Gebiet, gesetzt. Nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch in Kultur und Wissenschaft. Man muss aber sehr klar sagen, Wladimir Putin hat mit seinem Angriff auf die Ukraine die Grundlage für jede weitere Zusammenarbeit entzogen. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass auch die Umweltstiftung, die mit Geldern von Nord Stream aufgebaut worden ist, nun aufgelöst werden muss. Das Geld soll humanitären Zwecken zugutekommen. Ich habe bereits nach dem Angriffskrieg angekündigt, das zu prüfen. Dieser ist der eine Schritt der Auflösung, den wir entschlossen gehen wollen und durch das Gutachten bestätigt sehen. Der andere Schritt ist, dass es beim Geschäftsbetrieb mehr Transparenz gibt. Die Landesregierung und die Stiftung haben sich bereits Ende Februar darauf verständigt, dass der Geschäftsbetrieb aufgelöst wird. Das ist klar. Und die Stiftung muss auch jetzt darlegen, wie genau der Geschäftsbetrieb die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline unterstützt hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, selbstverständlich bleiben Klima- und Umweltschutz wichtige Anliegen für die Landesregierung. Mecklenburg-Vorpommern ist das Land der erneuerbaren Energien. Und wir wissen, wir müssen aus Verantwortung gegenüber kommenden Generationen unsere Anstrengungen für den Natur- und Klimaschutz fortsetzen. Und deshalb haben wir im Entwurf des Doppelhaushaltes 20 Millionen Euro zusätzlich eingestellt. Es geht also bei einer Auflösung der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV kein Geld für den Klimaschutz verloren. Im Gegenteil, wir stellen dieselbe Summe als Land zur Verfügung, damit gute Ideen umgesetzt werden, Bürgerinnen und Bürger unterstützt und entlastet werden. Denn der Klimaschutz wird nur funktionieren, wenn alle mitgenommen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, mehrere Bundesregierungen und auch wir als Landesregierung haben in der Vergangenheit und aus vielfältigen Gründen den Bau der Ostsee-Pipeline befürwortet. Wir waren der Überzeugung, dass die Pipeline für die Energiewende in Deutschland gebraucht wird. Es ging um bezahlbares Gas, auch als Ersatz für wegfallenden Atomstrom und Kohleverstromung, bis zum vollständigen Ausbau der erneuerbaren Energien. Insofern hatten Bund und Länder ein Interesse an dieser Pipeline. Und natürlich haben wir dieses Infrastrukturprojekt befürwortet, weil es bei uns in Mecklenburg-Vorpommern anlandet. Die Rohrummantelung, der Bau der Pipeline waren wichtig für Wirtschaft und Arbeitsplätze.
Und an dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass es massive Sanktionsdrohungen seitens der Trump-Administration in den USA gegeben hat, die unsere Unternehmen und deren Beschäftigte betrafen. Die Bundesregierung unter Führung von Angela Merkel und die neue US-Administration unter Joe Biden hatten noch im Juli vergangenen Jahres auf höchster Ebene einen Kompromiss erzielt, um diesen Konflikt zu entschärfen. Wir haben uns von der Gründung der Stiftung zwei Dinge erhofft. Zum einen, dass wir über viele Jahre gute und fortschrittliche Klimaschutz- und Naturschutzprojekte in Mecklenburg-Vorpommern fördern. So wie es auch die Ostsee-Stiftung bei Nord Stream 1 macht. Damit hat die Stiftung auch begonnen. Und zum anderen, und das haben wir immer klar und offen gesagt, auch einen Beitrag zur Fertigstellung der Ostsee-Pipeline. Uns waren immer beide Ziele wichtig und beide Ziele haben wir klar und offen dargelegt, als Landesregierung und Landtag die Stiftung im Januar 2021 auf den Weg gebracht haben. Aus heutiger Sicht, mit dem Wissen von heute, muss man allerdings sagen, dass die Gründung der Stiftung ein Fehler war. Und deshalb ist es auch wichtig, diesen Fehler zu korrigieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Auflösung einer Stiftung ist rechtlich sehr kompliziert und sie ist nur in außergewöhnlichen Ausnahmefällen möglich. Und deshalb haben wir dieses Gutachten in Auftrag gegeben. Und es kommt zu dem Ergebnis, dass die Stiftung ihr wichtigstes Ziel, nämlich mit starker Breitenwirkung die Akzeptanz für den Klima- und Umweltschutz zu stärken, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine nicht mehr erreichen werden kann. Deshalb kann in diesem Fall der Weg der Auflösung gegangen werden. Das Gutachten ist heute den Fraktionen im Landtag vorgestellt worden, um möglichst wieder eine gemeinsame Position von Landesregierung und Landtag zu finden. Und selbstverständlich wird das Gutachten auch der Stiftung zur Verfügung gestellt. Und wir stehen auch für Gespräche mit dem Vorstand bereit. Denn der beste Weg wäre eine Auflösung durch die Stiftung selbst. Sollte die Stiftung sich allerdings gegen eine Selbstauflösung entscheiden, werden wir den Weg einer Aufhebung der Stiftung über die Stiftungsaufsicht anstreben. Das Gutachten zeigt, das wäre rechtlich möglich. Das Wichtigste ist allerdings, sehr geehrte Damen und Herren, dass Frieden in die Ukraine zurückkehrt. Ich weiß, dass sich viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern Sorgen machen vor der Ausweitung des Krieges. Und diese Sorge nehme ich sehr ernst. Es ist klar, dass wir in dieser Situation an der Seite der Ukraine stehen und die Menschen, die von dort zu uns flüchten, aufnehmen und unterstützen. Unsere Erwartung ist, dass der russische Präsident den Angriff stoppt und der Frieden in der Ukraine zurückkehrt.